Aua! Nebelforst. Oh. Und hier schwankt alles so komisch. Wow. Coole Effekte, muss ich sagen. Gefällt mir. Und diese elenden grünen Frösche, die habe ich langsam gefressen. Ach, und wir haben nicht mal hier eine Karte. Okay. Macht es natürlich nicht einfacher. Kann ich nochmal raus? Haha, wir haben rausgefunden. Hohoho. Sind wir gut oder was? So, jetzt gehen wir nochmal rein. Vielleicht taucht der grüne Frosch ja nochmal auf. Nein. Verdammt. So komme ich nicht da hoch. Aber egal, das ist bloß ein bisschen Leben. Das brauchen wir nicht. Stelle ich gerade eben fest. So, Arschtritteule. Ganz ehrlich. Achso, hier geht's rein. So, wieder ein bisschen Erfahrung. Da oben scheint es nicht lang zu gehen. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Drücke X, um Sein zuzuhören. Ach, das ist hier. Die verhüllte Laterne, dieser geheimnisvolle Dunst, dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Okay. Laterne entzünden. Sollte machbar sein. Da kommen wir nicht so einfach hoch. Boah, heieieiei. Oh, da haben wir wieder ein bisschen Erfahrung. Sehr schön. Ich setze meinen Speicherpunkt. Boah. Ach, viele dieser Stacheligen hier. Der hat mir auch noch gefehlt. Okay, da können wir nicht viel machen. Geht's nach oben. Oh, so. Ach, der schon wieder. Och. Ach. Och, versaut. Gott sei Dank habe ich wieder einen Speicherpunkt angelegt. Stacheln sind da auch noch. Eieieiei. Boah, hier schwindet unser Leben dahin, sage ich euch. Unser Leben schwindet nur so dahin. Hoch! Herr Jemine. Okay, okay, okay. Und da kommen wir jetzt einfach durch Fliegen rüber. Jawohl. Puh. Komm, nochmal einen Speicherpunkt machen. Weiß gerade überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Aber okay. Achso, da geht's wieder nach oben. Leute, ihr kotzt mich an hier. Aua. Verdammt, Gott sei Dank haben wir wieder den Speicherpunkt angelegt. Halt dir die Klappe da unten, ich sag's dir. So. So, ein bisschen Erfahrung. Das war's ja auch schon. Okay. Oh, da haben wir ein Schlüsselfragment. Komm, Speicherpunkt. Wo geht's jetzt eigentlich lang? What the fuck? Wow. Geht's jetzt da nach oben oder was?
Hä? Ja, der Wald sieht jetzt anders aus. Damit. Ach, nach oben geht's anscheinend gar nicht. Aua. Wow. Ja, der Wald sieht jetzt ganz anders aus. What the fuck? Where the fuck are we are? What's gone here? Noch ein Schlüsselfragment. Aua. Irgendwie immer wenn wir ein Schlüsselfragment haben, verändert sich der Wald. Kann es sein? Vom Nebel in die Irre geleitet, verliefen sie sich im Wald. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Aua! Da geht's nicht weiter. Aua! Ach, ich habe zu wenig Herzen jetzt. Also zu wenig Leben. Um jetzt hier groß Dinge zu reißen. Da habe ich natürlich das Ding kaputt gemacht. Klasse. So, kann ich irgendwie nochmal... Ah, eine schöne Laterne. Ich möchte nochmal einen Speicherpunkt setzen. Was? Oh! Atsus Fackel, hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Na gut, immerhin haben wir die schon mal. Und wie komme ich jetzt da runter? Wird schwer, ne? Das ist keine Laterne, die ich nutzen könnte. Ha. Schlecht. Da kommen wir nicht hoch. Das bringt nichts. Wie komme ich da runter? Where the fuck? Muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Müssen wir tatsächlich wieder zurück? Kann das sein? Sieht fast so aus, ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt richtig sind. Wow! Wow! Wow, Alter! Wo wir hier jetzt sind, hey! Voll verrückter Wald! Voll verrückter Nebelforst! Voll verrückt! War nicht so auch noch einer? Okay, komm, Seelenverbindung. Leute, was das da für drüben für Wände? Seelenverbindung ist bereit. Aua! Pow! Boom! Pow!
Autsch, kadam. Hä? Geht da runter? Tatsächlich. Okay, hier rüber. So, wir können die Stacheldinger auch kaputt machen. Mit unserer Stampfattacke. Das ist sehr praktisch. Hui. Da gehen wir mal langsam an. Ja, sieht gut aus. Oh, ein Baum. Tatsu entkloppen immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Oh, was können wir denn hier erlernen? Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlanglaufen. Ach, praktisch. Ach. Ist ja geil. Da brauchen wir nicht immer so blöd springen, sondern können gleich klettern. Wow. Die zieht sich eine blöde Wand. Also, um die Oberfläche zu laufen. Ah. Ach, sehr schön. Wow. Und jetzt geht's wieder zurück, das gute Spiel, oder was? Oh, jetzt habe ich verloren. Doch noch nicht. Ah. Verstehe. Okay. Aua. Okay, ganz schlecht gewesen. Wieso zieht sich das immer ein, wenn ich kommen will? Beim ersten Mal? Willst du uns verarschen beim ersten Mal, oder was? Ist doch nicht möglich. Zieht sich immer ein und erst beim zweiten Mal funktioniert es dann. Und tschüss. Okay. Ah, nein! Nein! Aua, 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 das tut weh. Nein, nicht einziehen, bitte. Oh, verdammt, wieso komme ich denn jetzt nicht wieder hoch? Ach, Mann, oh Mann. Das gibt's nicht. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Nee, ich schaff das nicht mehr. Was gibt's denn nicht? Jetzt versau ich's noch. Ah, jetzt. Ja, toll, jetzt bin ich wieder mit zu wenig Leben hier angelangt. Ach, klasse. So, man muss das Ding immer erst antäuschen. Einmal, wenn man springt, gehen sie zu. Und wenn man das nächste Mal springt, gehen sie genau andersrum auf. Okay. Und tschüss. Okay. So, endlich. Wow. Okay, auch das haben wir geschafft. Ah.
Immer weiter nach oben. Okay. Lustiges Spielchen hier. Also, wie oft denn noch? Ah. Meine Güte, ein kompliziertes Spiel. Halt, 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 halt. Okay, der Wald hat sich wieder geändert. Der Wald hat sich wieder geändert für uns. Jetzt geht's dann nach links weiter. Wow. Mann. Komm, da muss ich speichern. Und wir müssen jetzt hier sicherlich nach rechts weitergehen. Wow. Ah. Wow, verdammt. Ach. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht, bitteschön? Ah, da darf man nicht springen. Haha, das war das Geheimnis. Man muss dann rübergleiten, weil wenn man springt, verändern die Dinger ihre Form. Wow, wow, okay, okay. Krank. Aber cooles Spielprinzip, da muss man hier... Ja, Ori ist halt nicht so einfach. Da muss man schon immer aufpassen, was man tut. Und da braucht man hier und da auch mal 2, 3, 4 Versuche, um etwas zu schaffen. Und da müssen wir jetzt runter, nehme ich an. Wow. Und ab mit uns.